Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir unterwegs in Notruf Hamburg als SEK. Let's go! Okay, Leute, wir sind heute mal unterwegs in der schönen Mercedes E-Klasse. Ich bin sehr selten damit schon gefahren, aber das Ding hier, es fährt schnell. 20 km/h, glaube ich, weniger als normale Autos. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine nice Karre. Natürlich. Ach du Scheiße. Internet! Bitte lass mich nicht komplett im Stich. Danke, mein WLAN-Router. Danke, Internet. Also hierbei bemerkt man wirklich, die Beschleunigung ist langsamer. Also ja, Beschleunigung ist ein bisschen langsamer. Ansonsten ein nicer Wagen. Wie viel ist der M5? 15.000 XP? 14.000 XP braucht man? Für den... welche Farbe hat ein... Komm, wir nehmen so ein schönes Silber. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber kann man nehmen. Kann man wirklich nehmen. Die Gas and Go Fuel Station ist, wird ausgeraubt. Fahren wir jetzt hin, würden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber vielleicht können wir den Täter irgendwie noch aufholen. Also, halt einholen. Die Leute, bei der Gas and Go ist jetzt hier dieser VW. Wir nehmen uns Stopsticks, können sie aber leider nicht placen. Okay, fährt nach vorne. Alle Reifen sind platt. Nehmen die Verfolgung. Wenn mein Wagen nicht stuck ist, nehmen wir die Verfolgung auf. Okay, sein Wagen ist short. Hat er der Mercedes Vito eine Hitbox? Scheiße. Ja, Leute, er flieht jetzt. Hä, wo ist der hin? Mr. Bombastic. Oder wo willst du hin? Hallo. Und bam, unsere erste schmackige, leckere Festnahme. Ui, wir fahren ja schön mit mal unserem schönen Blinker hier rein, so wie es halt ordnungsgemäß geht. Einmal so. Ha, ich sehe diese E-Ladestation. Ich bin lange nicht mal mit der E-Karre gemacht. Aber ich will natürlich das schöne Notruf Hamburg Game unterstützen. Deswegen habe ich mir diesen Game Pass gekauft. Nein, Spaß. E-Autos sind schon geil. Und Erwin oder Felix, wenn irgendeiner das sieht, von euch oder einem Moderator wahrscheinlich nicht, könnt ihr mich bitte von eurem Discord-Server entbannen? Max ist wieder durchgedreht, nur weil ich Musik und mein Musikbot angemacht habe. Mehr habe ich nicht gemacht. Also Leute, alle in die Kommentare, die sollen mich entbannen. Ja, ja, okay, danke. Danke mal, danke für die Aufmerksamkeit. Kleine Werbung, Leute. Punkt 1 ist, kommt gerne auf meinem Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Punkt 2 ist, werdet doch gerne Kanalmitglied bei mir. Bei Eli, dem Brot, könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Es gibt 3 Stufen, einmal Level 1 für 99 Cent im Monat, Level 2 für 1,99 im Monat, Level 3 für 2,99 im Monat und dann gibt es die Stufe Bro für 4,99 im Monat. Ihr könnt das jederzeit kündigen und bekommt mehrere Vorteile auf meinem Kanal. Da stehen auch die Vorteile dabei. Nimmst du zum Beispiel Level 1, hast du die Vorteile aus Level 1. Wenn du zum Beispiel Level 2 nehmen würdest, dann hättest du Vorteile von der Stufe darunter. Sagen wir mal, du würdest Bro nehmen, dann hast du alle Stufen Vorteile. Also hast die Vorteile deiner Stufe und die Stufe, die unter dir ist. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. LKW, der benimmt sich auf jeden Fall hier sehr gut. Okay, Leute, wir werden uns jetzt vor ihn stellen. Die blitzen. Ach du Jemini, wie schnell ist denn der LKW? Okay, Leute, wir müssen jetzt blitzen. Radarpistole raus.
Ah, jetzt fährt er nicht so schnell. Da hast du Schiss. Ja, jetzt hast du Schiss. Wie viel ist hier erlaubt? Der Ares für Station, das ist jetzt wichtiger. Moe! Moe! Komm jetzt in meinen Wagen rein! Moe! Dann tschüss, Moe! Tschüss! Tschüss! Guck mal! Tschüss! Tschüss! Wir sollten vielleicht. Haha, tschüss, Moe! Nein! Da, der ist es, der ist es. Das warst nur du, Moe, schuld. Das war nur Moe. Achso, er hat schon Platz erreicht. Mr. Bombastic. Ich bin Mr. Bombastic. Wer YouTube Shorts guckt, kennt ihn. Und ein richtig guter Taser. Wir müssen jetzt Moe nur noch ab und Täter festgenommen, wo sich jetzt nicht checken, dass sie sich den Weg machen. Ah, da ist ja mein Moechen. Da ist ja das Moechen. Jetzt ist das Moechen wieder in meinem Auto drin. Hat das Brot Sterne? Nein, hat keine Sterne. Fahren wir jetzt einfach zum Prison da jetzt an. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Silber von der E-Klasse? Oder wie findet ihr generell die E-Klasse? Ich höre Schuss beim Juve, da fahren wir dann danach hin. Bevor dann auch irgendwas passiert. So, kakadumm 100. Aha. 40 XP, in Ordnung. Bis Moe drin. Wir rücken jetzt beim Juwelier an ohne Blaulicht, weil wir haben keine Meldung für den Einsatz. Obwohl. Ist da ein Waffenhändler? Da ist kein Dieter. Oh, scheiße. Was ist das? Ah, ich weiß es jetzt nicht. Grauer Vito. Wir müssen sein Nummernschild checken. Wir haben jetzt unser schönes Blaulicht. Junge, Notarzt! Ich hatte Warnsignal an und musste zu einem Einsatz. Hattest du Warnsignal an? Nein, aber ich. Nummernschild ist 09. Scheiße, ich hab 09. Keine Sterne. Komm jetzt. Die G-Klasse, da konnte aber Sterne haben. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst kein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.